Weniger Verkehr in der Innenstadt. Um das zu erreichen, plant die Stadt Zufahrtsbeschränkungen. Kontrolliert werden soll mittels Videoüberwachung an den Einfahrtsstraßen. Und genau das ruft jetzt Datenschützer und Menschenrechtsorganisationen auf den Plan, wie Barbara Piontek berichtet. Kameras an fast allen Zufahrtsstraßen, die jedes Auto, das in die Innenstadt hinein und wieder hinausfährt, festhalten. Lediglich die Kennzeichen seien von Interesse, um Zufahrtsbeschränkungen zu kontrollieren und Strafen auszustellen, sagt die Stadt Wien. Aufnahmen würden wieder gelöscht. Technisch und rechtlich gar nicht möglich, sagen Datenschützer. Aufnahme ist Aufnahme. Natürlich, am Ende interessiert mich vielleicht nur das Kennzeichen. Ich muss aber das Bild speichern, weil diese Verwaltungsstrafe kann beeinsprucht werden. Und sobald dieses Bildmaterial zentral vernetzt vorliegt, wird das Begehrlichkeiten wecken. Etwa vom Innenministerium. Dieses hätte durch den § 52 Absatz 5 Sicherheitspolizeigesetz direkten Zugriff auf die Aufnahmen. Laut dem ist es möglich, dass das Innenministerium sich die Daten von Videoüberwachung von anderen öffentlichen Stellen oder Privaten, die einen Versorgungsauftrag haben, in Echtzeit holen kann. Dafür braucht es keinen konkreten Verdacht. Da reichen eben auch Vorfelddelikte wie die Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Angriffes. Um Aufnahmen anzufordern, ist für das Innenministerium auch keine richterliche Genehmigung nötig. Zusätzlich wird befürchtet, dass nicht nur Kennzeichen, sondern auch Bilder des Fahrzeugs plus LenkerIn sowie Passanten und Radfahrer aufgezeichnet werden. Von Mobilitätsstadträtin Uli Siemer heißt es zu der Kritik heute: All jenen, die nun gegen diese Maßnahme mobil machen, muss klar sein, dass sie ein riesiges Verkehrsberuhigungs- und Klimaschutzprojekt zunichte machen wollen. Schon jetzt gibt es elektronische ASFINAG-Überwachung der Autobahnmaut und Kennzeichenfeststellung in Bereichen der Section Control. Das System funktioniert in vielen europäischen Städten. Auch hier widersprechen die Datenschützer. In Italien, das als Vorbild des Modells gilt, gäbe es bereits Fälle von Datenmissbrauch. Um den Zugriff der Sicherheitsbehörden auf das italienische System herrsche ein andauernder Rechtsstreit. Die Entscheidung in Wien liegt bei Verkehrsministerin Leonore Gehwessler, da die Straßenverkehrsordnung geändert werden müsste. Bisher hat sich die Ministerin zu der Kritik nicht geäußert.